Moin zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen in der Nähe von Darmstadt und ich habe hier auf dem Geländemodell Ungeheuerliches erkannt. Was heißt erkannt, habe ich das vielleicht nicht. Ich habe aber etwas gesehen und dem wollen wir jetzt mal eben auf die Spur gehen. Das Ganze befindet sich genau hinter mir, hier in diesem Waldstück. Ihr bekommt natürlich auch noch eine Karteneinblendung von Google Maps und auch natürlich vom Geländemodell. Mein erster Gedanke war, ja, das sieht irgendwie aus nach Bunker. Da ist ein Eingang zu sehen und so weiter. Und das Ganze hier ist allerdings, wenn man erstmal so davor steht, es ist schon wirklich ein sehr großes Waldstück. Müsste also ein ziemlich großer Bunker sein mit auch einem ziemlich großen Eingang. Wir gucken mal, was das ist. Es ist auf jeden Fall Struktur dort, das habe ich schon gesehen. Es geht da vorne hoch. Und ich sag mal so, der Wald ist ja hier auch nicht, weil das eine ebene Fläche ist, sondern irgendwas befindet sich da. Gut, ich gucke jetzt mal, dass wir da irgendwie reinkommen und dann melde ich mich bei euch. So, da seht ihr schon diese Erhöhung. Und da gehen wir jetzt mal hoch und gucken mal, ob sich da irgendwas offenbart. Also die, ich sag mal so, dieses Dach an sich, dieser Wall, der sieht auf dem Geländemodell eigentlich ein bisschen merkwürdig aus, aber wir haben hier vorne, hier muss irgendwo eine Öffnung sein. Und das müssen wir mal eben schauen, ob wir da irgendwas erkennen können oder ob das hier einfach nur... Psst, komm mal her, na los, hier komm. Das schaffst du, schaffst du nicht? Ja, oder ob das hier ein Fail ist. Aber veröffentlichen werde ich es so oder so. Hier geht es also auch wieder runter. Hier vorne. Ja, okay. Sieht jetzt nicht so spannend aus. Hier vorne befindet sich nichts, rein gar nichts. Interessant. Hier wäre in der Theorie diese Öffnung, hier ist aber nichts. Ja, wir gehen jetzt hier trotzdem noch mal ein bisschen weiter und gucken mal eben, ob man hier noch irgendwas sehen kann. Ich hätte ja anfangs auch schon gesagt, von der Bauart her und von der Größe her, wirkt das schon etwas merkwürdig, das Ganze. Aber die Sache ist ja auch folgende, habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn ich solche Strukturen sehe und da nicht hinterhergehe, nicht schaue, ob da was ist, ne, oder was es ist, dann bin ich ja auch selbst schuld. So, hier, ja, hat irgendwer mal irgendwas gebaut, vielleicht so eine kleine Anfütterstelle oder sowas. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf dem Boden. Und gut, wie ihr seht, hier wäre in der Theorie ja dieser Eingang, aber hier ist eben kein Eingang, weil hier wahrscheinlich nie ein Eingang war. Trotzdem gehen wir hier noch mal ein Stückchen weiter. Gehen noch mal hier oben hin, hier ist auch noch eine Stelle. Esther, komm mal hier. Komm mal hier, so ist prima. So, was man auf dem Geländemodell auch nicht sieht, ist, dass wir hier doch noch Höhenunterschiede haben. Also es ist nicht gleichmäßig. Hier vorne geht es so ein bisschen runter. Hier geht es auch wieder ein Stückchen hoch. Und ja, also... Was auch immer es ist, meines Dafürhaltens ist hier nichts drunter. Vielleicht hat man hier auch Schutt aufgetürmt aus Weltkriegstagen. Naja, sollte ich hier noch irgendwas finden, wo ich sage, boah, ja doch, ich habe hier
Ich habe hier noch ein Zeugnis. Dann melde ich mich wieder. Ansonsten verbuchen wir das Ding hier als Fail. Finde ich dennoch interessant, weil man einfach mal sehen kann, dieses Geländemodell, dass es doch sehr interessante Strukturen abbildet, die aber dann im Endeffekt nicht interessant sein müssen. Wenn euch das dennoch hier gefallen hat, ne, lasst gerne ein Abo da, ein Like und einen Kommentar fürs Video oder unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, Kakao.